von der CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, auch an die Adresse der Rednerin der Opposition. Ich will mit einem Fallbeispiel beginnen, das deutlich macht, warum wir dringend eine andere Form der Zusammenarbeit im Bereich des Datenaustausches brauchen. Anfang der 2000er Jahre gab es eine Serie von Banküberfällen in Sachsen und in Thüringen, bei der immer zwei männliche Täter, bewaffnet mit Faustfeuerwaffen und geflüchtet mit Fahrrädern, die Banken überfallen haben. Das war eine Serie mit 15 Überfällen, die wurde isoliert bearbeitet. Es kamen innerhalb der 15 Fälle noch zwei in Mecklenburg-Vorpommern dazu und man konnte der Täter nicht habhaft werden. Was aber viel tragischer war, es gab in den alten Bundesländern in der gleichen Zeit eine Mordserie, bei der 10 Menschen, darunter 9 ausländische Mitbürger, kaltblütig ermordet wurden. Und die einzigen Hinweise, die man hatte, waren 2 männliche Personen mit Faustfeuerwaffen, flüchtend mit Fahrrädern. Das NSU-Trio. Und es war nicht möglich, aufgrund der Struktur der Datenbanken, es war nicht möglich, durch Recherche für die Polizisten in Sachsen und Thüringen auch nur zu erkennen, dass es im Rest von Deutschland eine Mordserie gibt, wo die Beschreibung der flüchtenden Täter identisch ist mit der Beschreibung der Täter der Banküberfälle. So wurden diese beiden Serien parallel voneinander geführt, ohne dass man jeden Zusammenhang erkannt hatte, bevor dann am 2011 der NSU aufflog. Das wird jetzt beseitigt. Dagegen etwas zu haben, kann ich persönlich nicht verstehen und ist niemand in diesem Land erklärbar. Aber niemand. Es geht nämlich beim BKA-Gesetz ja nicht nur um Terrorbekämpfung. Es ist richtig, ein ganzer Abschnitt befasst sich mit der Terrorismusbekämpfung und wir setzen dort die Vorgaben um, die uns Karlsruhe gemacht hat. Beim Kernbereichsschutz, beim Schutz von Berufsgeheimnisträgern, da haben wir manche Debatte zu führen gehabt, oder beim besonders datenintensiven Eingriff. Ja, Kollege von Notz, wir haben das Urteil, das äußerst ordentlich anspruchsvoll war, das übrigens im Senat nicht einstimmig beschlossen wurde, sondern mit 5-3, wir haben es in vielen Passagen übernommen. Die Sachverständigen haben das aber nicht kritisiert, sondern sie haben selber zugegeben, bei der Komplexität haben sie Verständnis für den Gesetzgeber, wenn er sagt, da gibt er sich auf die sichere Seite. Also daran, glaube ich, kann man keine Kritik an uns festmachen. Und sie haben sogar gesagt, wir gehen an mancher Stelle darüber hinaus. Deshalb verstehe ich die Kritik, dass hier der Datenschutz zu Ende geht, wirklich nicht. Was wir jetzt bekommen, ist 19 Systeme, über 200 verschiedene Dateien gibt es bei den Polizeien in Bund und Ländern. Über 200 verschiedene, die wir jetzt zusammenführen in eine Polizeicloud, die dann recherchierbar ist, wo jedes Datum, wenn sie, bevor es in diese Cloud kommt, die Altdaten bleiben ja draußen, werden genutzt, aber bleiben so lange draußen, bis sie die Voraussetzungen erfüllen oder werden parallel genutzt, wo jedes Datum erhöhte Anforderungen des § 14 BKA-Gesetz erfüllen muss. Also da die Sorge zu haben, wir geben den Datenschutz auf, bitte nicht. Bitte nicht. Wir machen etwas, was notwendig ist. Es ist modern. Es wird ein Riesenprojekt sein, Herr Minister. Ich weiß nicht, ob wir 2020 fertig sein werden, aber es wird ein bisschen dauern. Aber es ist notwendig, weil die Herausforderungen für die innere Sicherheit so groß sind. Und wir geben damit die richtige, die präzise und eine fortschrittliche Antwort. Auf die Fußfessel will ich jetzt nicht eingehen. Sie ist ein Paragraph, sie ist eine Bestimmung, sie ist nicht die entscheidende. Ich will zum Schluss auf etwas eingehen, was ja ein paar Mal angesprochen wurde. Mit dem BKA-Gesetz, glaube ich, schaffen wir einen umfassenden rechtlichen und technischen Rahmen für das BKA, das für alle Kriminalitätsbereiche gilt. Terror, Allgemeinkriminalität, Zusammenarbeit mit den Ländern, Zusammenarbeit international. Wir werden im Haushalt, Frau Kollegin Mittag,
Das BKA bekommt über 1000 neue Stellen und auch sonst entsprechende Mittel. Also das Parlament gibt all das dazu, was notwendig ist. Aber an einer Stelle, glaube ich, müssen wir in diesem Haus, in der nächsten Legislatur oder wo auch immer eine Debatte noch führen. Sind die Strukturen für die Bekämpfung des internationalen Terrorismus, wie wir sie haben, für den Umgang mit 600 Gefährdern, sind es wirklich die richtigen? Kann es sein, dass 40 verschiedene Behörden parallel für den Umgang mit Gefährdern in Deutschland zuständig sind? Kann das so bleiben oder müssten wir nicht stärker Verantwortlichkeiten bündeln? Das betrifft den Umgang mit Gefährdern bei Strafverfahren, bei Terrorverfahren und bei der Abschiebung, wenn es um ausreisepflichtige Gefährder geht. Das wären die Lehren aus dem Fall Amri, die alle noch zu ziehen sind. Und da will ich uns einfach ermutigen. Ich weiß auch nicht, was am Ende wirklich komplett hilft oder nicht. Aber die Debatte gar nicht zu führen und zu sagen, wir machen einfach in dieser Struktur weiter, weil die Länder es auch so vielleicht lieber hätten, das wird den Anforderungen, die wir haben, der Sicherheit der Bürger nicht gerecht. Deshalb, das BKA-Gesetz ist eine gute Grundlage für die Datenverarbeitung, für die Terrorbekämpfung. Aber die Strukturen sollten wir die Debatten führen. Und der Minister hat einen Aufschlag gemacht. Lassen Sie uns daran eine wichtige, aber notwendige Debatte führen. Vielleicht im Verhältnis Bund-Länder, weniger im Verhältnis der Parteien untereinander. Aber verzichten können wir darauf nicht. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Herr Kollege. Damit schließe ich die Aussprache. Wir kommen zur Abstimmung über die